So, und da sind wir dabei Assassin's Creed Revelations. Und um mal irgendwie es klar zu machen, wann ich diese Folge hier aufnehme. Heute ist der erste Part von Assassin's Creed 1 rausgekommen. Na, so viel nehme ich im Voraus auf. Wie ich nur mal gesagt habe. Ich mag irgendwie die Zeitlupen hier nicht. Die ziehen mich ein bisschen raus. So, ich wollte jetzt, bevor ich hier mit der Story weitermache, eben kurz mal gucken, ob ich vielleicht noch mal was anderes finde hier. Wie zum Beispiel das da hinten. Jetzt haben wir schon mal 5. Ich weiß nur nicht, was das bringen soll. Also, jetzt wurde da was freigeschaltet. Auf der Animus-Insel. Ich weiß, hier in diesem Gebiet gibt es wohl 10 von diesen Sachen zu sammeln. Ich weiß aber nicht, ob ich die hier auf der Karte sichtbar machen kann. Kann ich leider nicht mehr leisten. Da muss ich eben ein bisschen mehr Geld holen. Wir müssen mal zu diesem Buch laden. Um uns eine Karte zu holen, dann geht das hier mit dem Geld auch ein bisschen einfacher. Bei der Bank können wir auch mal vorbeigucken. Schlag mich nicht, Frau. Nieder mit euch! Du hast das gar nicht gesehen, Junge. Tu nicht so. Kommt der mir hier an mit Buh? Ich hab Nerven, deswegen tue ich das auch, ja. Nieder mit dir! Du Esel! Du Esel! Gib mir mal mein Geld. Kann ich hier auch wieder investieren? Sieht nicht so aus. Dann bis nächstes Mal. Wirklich viel Geld scheint man hier auch nicht zu bekommen. Was zum Henker? Habt ihr getrunken? Noch nicht. Du Niederträchtiger! Nieder mit euch! Nieder mit euch! Die Wachen sind ziemlich komisch, die versuchen gar nicht zu kämpfen. Wenn die das sehen. Dass ich hier Leuten einfach alles wegstehe. Es kommt mir irgendwie hier so vor, als wenn, oh, hier ist ein Schnellreiseding. Als wenn das hier die Gesellschaft ein bisschen mehr zusammenhängt. Ja, na los, weiter so! Meuchelmörder. Ich habe, was ihr braucht. Von traditioneller Medizin bis hin zu fortschrittlichen Blutregeln. Warum haben die mir jetzt was über Meuchelmörder gesagt? Das gefällt mir gar nicht. Oh Gott. Sind das Meuchelmörder? Nieder mit euch! Meuchelmörder. Hab Angst. Du weißt nie, wann sie zuschlagen. Du könntest schon jetzt tot sein. Ich hab gedacht, ich bin der Meuchelmörder. Was ist das für ein Zeichen da unten?
Ist das einfach nur das Dach hier? Schwierig zu erkennen auf der Karte. So, da ist dieser Buchladen. Sprengfalle. Also das Spiel ist auf jeden Fall schon mal besser von der Art und Weise, sich hier zu bewegen, weil die Häuser viel, viel enger zusammenstehen. Der hat Bücher. 15% runtergesetzt. Okay, dafür brauche ich 700. Muss mal ein bisschen sammeln. Wäre schon gut, wenn wir hier die Schatzsachen alle finden können. Du stirbst. Du stirbst. Solltest du nicht wegrennen, wenn du hier siehst, dass ich die Typen bekämpfe? Ja, warum passiert das dir? Du hast mich geschlagen. Wunderst du dich? Wunderst du dich, dass sich dann gewehrt wird? Meinst du, ich lass das einfach hier über mich ergehen? Was ist hier geschehen? Hier sind Leute gestorben. Die Wache tut halt nichts und das weißt du auch. Ich darf tun und lassen, was ich will hier. Ich weiß aber genau, dass das noch als Mechanik nachher reinkommen wird wahrscheinlich. Dass die mich auch jagen. Nicht nur die Bürger selbst. Ist ja irgendwie schon peinlich, wenn die Bürger sich hier mehr drüber wehren. Wenn hier bestohlen wird, als jetzt die Wachen an sich. Scheint den Wachen hier aber generell halt nicht so wichtig zu sein. Eine Erweckungssekte? Scheinen in der ganzen Stadt verteilt zu sein. Bitte helft der Wache und berichtet alles. Diebstahl! Zu Hilfe! So, ich glaube, ich brauche 13.000 für die. 13.000, 1.300 für die andere Karte. Oh, Schande. Mach, dass du wegkommst! Damit kommst du nicht davon. Ah, elende Tyrannen! Mach sie fertig! Ah, elende Tyrannen! Oh, der hatte viel dabei. Warum soll ich Gerüste einreißen? Warum kann man das jetzt? Wird die konstant von Leuten verfolgt. Meuch und Mörder haben wir aber immer noch nicht gefunden, ne? Ach, Meuch und Mörder. Ich? Ein Einbrecher? Nein. Ich brech nirgendwo ein. So, zurück zum Buchladen. Hier sind die schon wieder.
sind auch noch ein paar Sachen, die ich mir kaufen kann. Ich weiß nicht, wie viel das kosten wird. Eventuell wieder richtig viel, aber wir haben gerade schon gesehen, dass man in den Banken wohl nur maximal 7.000 ausgezahlt bekommen kann. Von daher glaube ich nicht, dass hier so viel mehr Geld zu holen ist. Der setzt diesen Haken auch nur ein, wenn er den unbedingt einsetzen will, oder? Gäbe es doch ein Wort, das mein Erstaunen beschrieben. Ich finde das so komisch, dass die Knöpfe hier schon wieder woanders sind halt. 1100 nur. Okay, ja, dann kann ich mir sogar beides hier holen. Dann können wir Schätze suchen wieder. Wie viel sind hier denn? Wow. Das ist ja gar nichts für die Karte. Im Vorgänger hast du da richtig viel bekommen und hier kriegst du dann 5. Das war ein Move. Deine Waffe brauchst du nicht mehr. Weg damit. So, das kann ich ja wohl alles mal eben einsammeln. Noch habe ich Spaß am Spiel. Noch habe ich Spaß. Ich sehe hier noch kein riesengroßes Problem, außer eben diesen... nun ja. Diesen Bugs am Anfang, die da kamen. Schande. Aber noch habe ich hier jetzt nicht irgendwas gefunden, wo ich jetzt sagen würde, boah, das macht das Spiel echt unerträglich. Bei euch sieht das immer so leicht aus. Ja, mach es doch einfach nach, wenn es so leicht aussieht. Werden wir ja sehen, wie das aussieht. So, darüber müsste ich... wieder so ein Teil. Wisst ihr, was ich jetzt richtig blöd finde, was mir gerade mal auffällt? Ich habe viel zu wenig Jojo-Anspielungen in den Vorgängern gemacht. Klar, ich habe die ganze Zeit Polnareff gesagt, aber anderweitig habe ich wenig mit Italien da gemacht. Ich habe ja nicht mal geguckt, als ich da in Venedig war, ob ich da Stellen finde, die auch in Golden Wind vorkommen. Ich bin unschuldig. Ich bin wirklich unschuldig. Eventuell bin ich da sogar an irgendeiner Stelle dran gekommen. Ich weiß nicht, diese Zeitlupe macht das irgendwie ein bisschen lächerlich, wenn ich hier unten ankomme. Der lässt sich viel mehr Zeit beim Kämpfen. Ach, das sind Janitscharen. Also die eine Wache dort ebenfalls. Die hier. Hast du denn gar kein Ehrgefühl? Ah, die Wehrlosen berauben, wie? Die Wehrlosen berauben. Junge, die sind tot. Weil die sich mit mir gerauft haben. Die waren nicht wehrlos an dem Zeitpunkt. Das ist einfach nur meine Belohnung dafür, dass ich die umgebracht habe und stark genug war. Und ganz ehrlich, was für eine größere Ehre kann dir ein Mensch erweisen,
wenn er dich umbringt, dass er das Zeug, was du dabei hattest, mitnimmt. Weil wenn du mal drüber nachdenkst, dann hat ja einer dann gesagt, ja, das war wichtig. Das, was dir gehört hat, das war wichtig. Es wird nicht einfach da liegen gelassen, das kann jemand nachher noch gebrauchen. Da hat jemand was von. Weißt du? Wie gefällt dir der? Okay, der hat keine anderen Schatzkarten an dem Punkt. Gib mir doch mal ein paar Bücher. Ich weiß nicht, was das bringt. Aber dann haben wir die schon mal. Sind wir hier im Reichenviertel oder was ist hier los? Wie viel brauchte ich nochmal? Ja. Dankeschön, ich habe mir was Schönes zu lesen gekauft. Das neue lustige Taschenbuch. Jetzt, wo ich mal drüber nachdenke, machen die beim lustigen Taschenbuch eigentlich immer neue Geschichten oder... Oder wiederholen die da einfach nur sehr oft was, weil das ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Ich weiß nur, dass es besondere lustige Taschenbücher gibt. Wo dann manche Geschichten nochmal aufkommen. Okay, das scheint überhaupt nicht zu klappen, was die mir gesagt haben. Ich habe zum Beispiel zwei lustige Taschenbücher, wo dieselben Geschichten drin sind. Also, das sind halt zwei Stück, die dort drin waren, die gleich waren. Hey, nieder mit euch! Nieder mit euch! Nieder mit euch! Ihr Schweine! Ihr Schweine! Ihr habt Kenny ermordet! Und deswegen wurde mir gerade ihr Schweine geschrieben. Als ich gesagt habe, zu... Wie sage ich das jetzt? Wir haben gerade auf Discord zusammengeschrieben. Da habe ich dann gemeint, ja, das ist voll buggy. Und dann wurde mir einfach nur ihr Schweine geschrieben. Ja, war klar, das kostet wieder genauso viel wie in den Vorgängern, aber das kannst du dir gar nicht leisten. Die neuesten Erkenntnisse der Medizin, Alchemie und ja, du hast aber keine Erkenntnisse von Arabern, also bist du nicht cool. Mach, dass du wegkommst! So, hier gibt's noch was zu kaufen. Da unten dann auch noch. Ha, ihr seid doch tief. Seht euch die Ware nur an, und ihr erkennt. Gib mir das mal. Ich muss hier aber noch diese Fragmente dann auch noch finden, überall. Warum gibt man mir die Möglichkeit zu stehlen, wenn ich auch so recht viel Geld bekomme? Ich will mich dann alle hassen. Hier kannst du richtig wenig Geld bekommen. Aber dann hassen dich alle. Schicken dir vielleicht einen Meuchelmörder auf den Rücken.
hier hin. Ich fände ja gut, wenn automatisch der nächste Schatz hier irgendwie markiert werden würde, der in deiner Nähe ist, aber das muss man halt selber immer machen. Aber das wäre richtig benutzerfreundlich, finde ich. Das gibt es ja in vielen Spielen. Dass sowas nicht gemacht wird, dass du selber markieren musst. Was machen die denn da? Bei allen Heiligen, was macht er da? Soll ich das Geld wegnehmen? Er schlägt hier drauf. Ich habe gedacht, hier würde irgendwas umgestürzt sein. Krähenfüße. Füße. Gibt es einen Grund für diese Gruppe? Krähenfüße hast du im Gesicht. Ich mag etwas unaufgeräumt wirken. Kannst du mir denn was anderes noch geben? Waffen kannst du mir geben. Der preußische Streithammer. Und die Bartaxt. Und das Schwert, das ich sowieso hab. Und die Armbrust. Die war immer gut. Die will ich gerne nochmal haben. Ich war mir sicher, ich helfen zu können. Die Armbrust, die holen wir uns auf jeden Fall noch. Von allen, du Schwein, lass mich da. Bleib weg, das geht dich nichts an. Was willst du hier? Hua! Hua! Das ist ein komischer Kauz. Tschüss. Oh, ich hab. Okay. Ich wollte schon sagen, ich hab gehofft, der fällt da jetzt runter. Ist das da vorne ein Stadtereignis? Tanzen wie ein Schmetterling, stechen wie ein Skorpion. Gerne. Verschwindet! Gutes Stadtereignis, ich soll einfach einen Typen verprügeln. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Dann haben wir hier ja alles, glaube ich, oder? Was sagt die DNA denn? Ja, Datenfragmente gibt es hier noch 5 Stück in diesem Bezirk. Ich weiß leider nicht wo. Eventuell gucken wir uns da eine Karte im Internet an, weil das interessiert mich dann doch, weil dadurch kannst du ja was freischalten. Das hier haben wir schon hier. Hier fehlen noch 2 Kisten. Und geheime Orte gibt es natürlich dann auch noch. Die 2 Kisten sind hier unten. Könnten wir ja mal eben aufs Dach klettern, dann sehen wir vielleicht auch die Datenfragmente. Eventuell. Story machen wir natürlich auch noch in diesem Part. Ein bisschen. Nicht viel. Weil wir kümmern uns gerade mehr so um Kompletions-Dingens-Typ. Komplettierung.
Ich bin aber auch tatsächlich etwas froh, dass wir nicht mehr nur noch in Italien hier rumlaufen. Ist langsam ein bisschen zu viel. Fand ich. Das goldene Horn. Ja, darüber wollte ich jetzt was lesen. Was denn da? Irgendwas verteidigen, was da unten ist. Ich sehe noch nicht was. Ah. Ja. Die Gegner waren noch nie so wirklich so super. Starke Gegner kommen erst in späteren Assassin's Creed Teilen, finde ich. Hier im Moment ist das noch sehr, sehr einfach. Britisches Pulver haben die verteidigt. Ich wollte die Frau da runterschmeißen. Immer auf die Kleinen. Sagst du, nachdem du da die ganze Zeit bei mir betteln willst, oder wie? Komm ich da hin? Enge Gassen. Auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich hoffe mal, hier gibt es nicht wieder diese Mission für Läden, dass du die aufbessern kannst. Warum wird dir hier nicht helfen? Haltet euch raus, wenn ihr euer Leben liebt. Niemand darf hier oben sein. Halt ihn! Die schießen wesentlich langsamer als im Vorgänger. Cool. Da habe ich hingezielt. Nicht auf den Typ, der da war. Fliegt da einfach irgendwo in eine Gruppe von Gegnern rein. Ich verschwinde von hier. Das ist halt mit dem Schießen aber nicht mehr so cool, wo man dann einfach denselben Knopf gedrückt hat, dann muss ich jetzt einen anderen Knopf drücken. Kann ich schon Fraktionen hier rein tun, obwohl ich keine kenne? Ja, kann ich. Ja, Diebe passen hier ganz gut rein. Damit sollten wir das Gebiet hier auch vollkommen ausgebaut haben. Leider, okay. Leider sehe ich das da nicht. Ich habe hier nur 9% Einkommen. Steht da. Hat vor dem Vorgänger irgendwie besser gemacht. Warum leuchten jetzt eigentlich hier die Dingens auf? Wahrscheinlich, weil ich gerade wenig Leben habe. Medikamente, Behandlung für... Kann ich euch helfen, Effendi? Mir. Heil mich doch.
ein bisschen Erholung und alles sollte wieder gut sein. So, nächste Mission. Was will der von mir? Die typische osmanische Hakenklinge besteht aus zwei Teilen. Haken und Klinge. Ihr verwendet das eine oder das andere. Ein tolles Ding. Wie wäre es mit einer echten Prüfung? Hm? Na bene, gehen wir. Da war ich schon. In die Treppe. Habt ihr Spaß? Naja. Ich war hier halt schon oben, ne? Also von daher. Genau so. Lass die Hakenklinge die Arbeit machen. Aber das geht schon flotter mit der Hakenklinge hier. Wenn man das dann einfach so machen kann. Hängt euch richtig rein! Ich würde dich ja gerne überholen, aber du bist mir im Weg. Junge, du hättest mich hier fast... Okay. Der hätte mich hier einfach runtergeschmissen, aber nein, die Wand hat's getan. Sand. Die Wand hat mich runtergeschmissen. Weil ich zu oft springen gedrückt hab. Nee, nicht wirklich. Immerhin hat diesen Fallschirm. Lass die Hakenklinge die Arbeit machen. Das ist ein Spiel mit dem Feuer hier, die ganze Zeit springen zu drücken. Du kannst dich schon beeilen. Nicht die Beule. Hängt euch richtig rein. Jetzt mal einen anderen Weg. Du stehst mir hier nur im Weg. Hab ich die Kiste da nicht schon mal geholt? Willkommen in Konstantinje, Ezio, dem Schmelztiegel der Welt. Zahllose Generationen beherrschten diese Stadt, doch keiner unterwarf sie. Sie erholt sich immer wieder. Sie scheint ein gutes Zuhause zu sein. Das stimmt. Machen wir ein Rennen? Müssen wir denn eins machen? Geld. Ich bin beeindruckt, Yusuf. Das würde den Brüdern in Rom gefallen. Lobt nur, wenn es angebracht ist. Yusuf, Çabuk Burege! Angriff von zwei Seiten, Galata und großer Bazar. Jeden Tag dieselbe Mühsal. Habt ihr Appetit auf ein Geplänkel? Ich tue, was ich tun muss. Guter Mann. Ich habe immer Zeit für ein Geplänkel. Sich in dem Alter noch so aufzuführen? Wir müssen uns sputen. Junge, sag nichts über mein Alter. Ist er des Laufens müde, schwingt sich der Assassine in die Lüfte. Passt auf! Das habe ich bereits getan, danke. Hui. So eine Seilrutsche haben wir bei uns auch in der Nähe. Gut. Templerspeer. Und dort noch einer. Seht zu. Assassinen! Hilfe!
komisches optionales Missionsziel. Wir müssen uns nun trennen. Ich gehe zum Bazar, ihr bleibt hier. Seht ihr diesen Turm? Sie. Die Galata-Feste? Evet. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, doch dank euch muss ich das nicht. Heide Raskele. Dann gehe ich da halt hin. Warum leuchtet der Typ da hinten so? Und wie hat der Typ da hinten mich gesehen? Und jetzt stirbst du. Ja? Tue ich das? Der hat eine Rauchbombe geworfen. Und das hat dem nicht mal geholfen gegen mich. Ich hab gedacht, ich muss da oben hin, nicht zu dem da. Sheriff Uster. Ist Yusuf bei euch? Ein Angriff in der Stadt erfordert sein Eingreifen. Wie ist unsere Lage? Wir schlugen die Vorhut zurück, doch sie werden sicher mehr Truppen senden. Sind eure Männer schon wieder kampfbereit? Jetzt sind sie's. Okay. Das sind komische Missionen. Was wäre da denn besser? Also weil die hier von der Seite kommen, könnte man sagen, hier ist gut. Sichert diese Stellung. Aber ich glaube, hier habe ich nicht mal die Entscheidungsfreiheit, das alles zu entscheiden. Kann ich niemanden hin tun? Platziert euch dort. Ihr müsst hier diese Stellung halten. Und hier. Und hier. Wie viel brauche ich dafür? Platziert euch dort. Warum ist hier jetzt ein Tower Defense eigentlich? Kann ich den denn noch hinsetzen? Kann ich hier hinten hinsetzen? Platziert euch dort! Schießt immer alle ab! Hier nämlich auch rein hinsetzen. Verteidig ich das für mich. Gewehrschützen haben wir jetzt auch noch. Platziert euch dort. Achtung mal. Verteidig das Gebiet. Wartet dort. Könnte ich sogar einen hintersetzen.
Mache ich glaube ich aber nicht, weil hier oben sind die vielleicht ganz gut. Platziert euch dort. Wartet dort. Platziert euch dort. Versuchen zu entkommen, schaffen es aber nicht. Kanonen können wir auch noch. Plündern. Ach, die kann man plündern, kriegt man auch Moral. Na dann. Ihr müsst diese Stellung halten. Platziert euch dort. Verteidigt das Gebiet. Platziert euch dort. Ich setze jetzt überall hin. Platziert euch dort. Ach, ich kann auch noch selber schießen. Die rennen halt einfach direkt weg. Ab dem Punkt können sie halt nichts mehr tun. Ihr müsst diese Stellung halten. Kommt eine Ramme. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Sichert diese Stellung. Oh, ich mach jetzt bestimmt irgendwas anderes für. Überfahren. Ihr müsst diese Stellung halten. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Ja, wow. Ja, ja, gar keine Chance. Sync 80%. Klebriger Harzbeutel. Neue Einheit Luftattentäter. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Gebt Bescheid, wenn die Templer sich sammeln. Yusuf und ich sind dann bei der Bazarfeste. Nehmt eine Fähre über den Hallitsch. Es ist der schnellste Weg auf die Halbinsel. So, jetzt habe ich hier auch einen Bekanntheitsgrad. Was soll das denn? Junge! Wirft der mich hier runter? So, Geld haben wir hier nicht. Naja, dann bis später. Gäbe es doch ein Wort, das mein Erstaunen beschreibt. Obwohl die restlichen Teile hier sein sollen, sehe ich gerade nicht. Naja.
Ich glaube, ich würde hier erstmal die Folge beenden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.